Der Narzisst und die biblische Endzeit. Dieses Video erstellte ich im Juni 2020 und ungefähr zu dieser Zeit entdeckte ich damals das Thema Narzissmus. Ja, ich weiß, das ist reichlich spät, aber ich entdeckte es. Und heute habe ich dieses Video überarbeitet. Im Hintergrund habe ich Fotos eingefügt von meiner Wanderung von Grindelwald auf die kleine Scheidegg, dem Berner Oberland. Mein persönlicher Hintergrund für dieses Video. Lange bevor ich zum Glauben kam, begegnete ich immer wieder Narzissten, aber ohne es zu wissen. Ich bin an solchen Menschen schier verzweifelt und es hat mich sehr viel Nerven und sehr viel Energie gekostet. Und ja, wie gesagt, erst etwa im Frühjahr 2020 habe ich das Verhaltensmuster des Narzissten entdeckt. Klar war mir der Begriff Narzisst vorher schon bekannt, doch ich hatte mich damit nie wirklich beschäftigt, weil mir nicht bewusst war, wie allgegenwärtig dieses Thema doch ist. Je länger ich mich allerdings mit diesem Thema beschäftigte, desto mehr bemerkte ich, wie viele Narzissten sich tatsächlich in meinem Umfeld befanden und sich immer noch befinden. Zum Beispiel bei der Arbeit, in der Nachbarschaft etc. Auch rückwirkend erkannte ich Narzissten unter meinen ehemaligen sogenannten Freundschaften. Ich persönlich habe alle meine Freundschaften immer ernst gemeint. Umgekehrt war dies jedoch nicht immer der Fall. Übrigens, seitdem ich zum lebendigen Glauben an Jeschua kam, verlor ich sämtliche Freundschaften. Interessant, nicht wahr? Ja, die Welt ist voller Narzissten, auch immer noch in meinem Leben. Doch seitdem ich mich hier besser auskenne, komme ich wesentlich besser klar und ich kann mich auch wesentlich besser abgrenzen. Ich bin aufgrund eines Narzissten in meinem Leben auf dieses Thema gekommen. Es war eine Person, mit der ich zusammenarbeitete und es immer noch tue. Wir gerieten immer wieder aneinander und ich verstand es nicht. Diese Person benahm sich sehr daneben und ich verstand dieses Verhalten einfach nicht. Und so gab ich das Verhalten eines Tages in die Suchmaschine ein und stieß auf das Thema des Narzissten. Weil ich es besser verstehen wollte, habe ich mich dann eingehend mit diesem Thema beschäftigt und sehr gestaunt, wie ich im Nachhinein einiges viel besser verstand. Und zu meiner Überraschung verstand ich nicht nur das Verhalten der besagten Person plötzlich besser, sondern ich begriff sogar im Nachhinein vieles aus meiner Vergangenheit. Und so wurde das Thema für mich natürlich umso interessanter. Ich persönlich bin ein Mensch, der Offenheit und Ehrlichkeit immer geliebt hat. Und zwar auch schon bevor ich zum lebendigen Glauben an Jeschua kam. Die Lüge war mir immer verhasst. Und so wie ich behandelt werden will, so möchte ich es auch mit anderen tun. Und für mich war es immer so, ein Freund, der mir ins Gesicht lügt, der ist für mich kein Freund. Sprüche 27, Verse 5 bis 6. Besser Zurechtweisung, die aufdeckt, als Liebe, die verheimlicht. Treu gemeint sind die Schläge des Freundes, aber reichlich sind die Küsse des Hassers. Wer einen anderen zurechtweist, wird zuletzt mehr Gunst finden als derjenige, der mit der Zunge schmeichelt. Sprüche 28, Vers 23. Wer seinem Nächsten schmeichelt, der stellt seinen Füßen ein Netz. Sprüche 29, Vers 5. Und das ist die Wahrheit, die natürlich in dieser Welt, insbesondere bei den Narzissten, als Beleidigung aufgefasst wird. Doch die narzisstische Welt schätzt so ein Verhalten gar nicht. Klingt komisch, aber es ist eine Tatsache, dass mir erst seit dieser Zeit bewusst wurde, wie sehr doch meine offene und ehrliche Art viele triggert. Besonders hier in diesem Land. Vielleicht mache ich tatsächlich mal ein Video, wie es mir hier speziell in diesem Land ergeht.
Aber das soll jetzt nicht Thema dieses Videos sein. In diesem speziellen Fall wollte ich aber weder verletzen noch kritisieren. Generell lag und liegt es mir überhaupt fern, zu verletzen. Ich lernte allerdings, dass Narzissten sich bei jeder Kleinigkeit kritisiert und getriggert fühlen und vieles als persönlichen Angriff empfinden, wo es gar keinen Angriff gibt. Dies war für mich ein Aha-Erlebnis. Zwar wollte ich niemand gefallen und mich auch nicht verbiegen und schon gar nicht unehrlich werden. Aber ich startete ein Experiment. Ich probierte, die Sätze einfach anders zu beginnen, und zwar mit: Das soll kein Angriff sein und so weiter, oder ich will dich nicht kritisieren und so weiter. Mir ist aufgefallen, dass, aber versteh's nicht falsch, es ist keine Kritik. Ja, überraschenderweise geraten wir seitdem nicht mehr aneinander, jedenfalls nicht mehr so krass. Ich hätte mir vor 3 bis 4 Jahren nicht vorstellen können, mit dieser Person länger zusammenarbeiten zu können. Und jetzt funktioniert es wirklich gut. Es sei aber gesagt, nicht in allen Fällen funktioniert das wirklich. Jehova lenkt die Herzen. Was ich im Laufe der Zeit auch gelernt habe, ist, dass Narzissmus verschiedene Abstufungen von Schweregraden hat. In diesem Fall handelte es sich offenbar nicht um einen malignen, also nicht um einen bösartigen Narzissten, sondern um einen sehr, sehr unsicheren Menschen mit einer narzisstischen Störung. Ich möchte dies auf gar keinen Fall schönreden, denn Narzissmus sollte in keinem Fall schöngeredet werden. Eigentlich sind alle Narzissten sehr, sehr unsichere Menschen mit einer sehr zerbrechlichen Psyche. Wie schnell kann doch ihre aufgesetzte Lügenfassade zusammenbrechen? Und eines haben Narzissten alle gemeinsam: Sie leben in einem künstlich geschaffenen, erhöhten Selbst, das nie einen Fehler macht und niemals kritisiert werden darf. Außerdem haben sie eine Lügenfassade um sich herum aufgebaut, was nach außen möglichst perfekt wirken soll. Eine ihrer größten Ängste ist es übrigens, dass jemand diese Lügenfassade durchschaut. Ich selber kann mit so einem kindisch-narzisstischen Verhalten gar nichts anfangen. Ich persönlich schätze konstruktive Kritik sehr und bin auch nicht zu schwach für die Wahrheit. Ich hasse Menschen, die mich anlügen, und fühle mich zu denjenigen hingezogen, die offen und ehrlich sind. Nur so kommt man weiter, nur so kann man sich auch persönlich entwickeln und nur so kommt man schlussendlich auch in die Umkehr und in die Buße. Hier an dieser Stelle generell mal ein Wort zu dem Land Schweiz. Generell scheint mir hier in der Schweiz Offenheit und Ehrlichkeit fast wie ein Tabu. Es wird alles möglichst höflich, möglichst kompliziert und vor allem durch die Blume ausgedrückt. Diese Sprache verstehe ich nicht und diese Sprache will ich auch nicht verstehen. Was soll denn das? Kommt doch direkt und sagt einfach, was los ist. Da wäre vielen mit geholfen. Anstatt, dass man da stundenlang verbringen muss und vielleicht überlegt, ja, wie könnte das jetzt wieder gemeint sein? Da gibt es doch viel zu viele Missverständnisse. Ja, und viele fangen dann auch einfach an zu schmollen und sich wie Kindergartenkinder zu benehmen, weil sie zu feige für die Wahrheit sind. Lieber vornerum die nette Person spielen und hintenrum dann den Leuten den Dolch in den Rücken rammen. So etwas schätze ich gar nicht. Ja, das mag in anderen Ländern vielleicht auch so sein, aber seid sicher, falls ihr die Schweiz nicht kennt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich meine. Ich bin seit über 22 Jahren hier in der Schweiz und bin in Deutschland aufgewachsen. In Deutschland ist man deutlich direkter und offener, obschon die ganze Welt tatsächlich narzisstisch ist. Aber falls ihr das hier noch nicht erlebt haben solltet, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ja.
Ich selber freue mich, wenn man direkt und ehrlich anspricht, was Sache ist. Da weiß jeder, wo man dran ist. Und fertig. So einfach kann das doch sein. Doch nochmals kurz zurück zu der besagten Person mit der narzisstischen Störung an meinem Arbeitsplatz. Als diese Person bemerkte, dass ich sie eigentlich gut leiden kann und gar nicht kritisieren möchte, gab es eine Veränderung, eine Beruhigung. Schon lange kann ich offen meine Meinung sagen und tatsächlich auch Kritik äußern, ohne große Probleme. Diese Person bemerkte damals nämlich, dass ich es gar nicht böse meine, und gleichzeitig hatte ich merklich meinen Kommunikationsstil angepasst. Seit dieser Zeit hat es diese Person selber auch geschafft, endlich mit mir ehrlicher zu reden. Auch umgekehrt werden seitdem die Sätze plötzlich genauso begonnen mit "Es ist keine Kritik", um mir so zu sagen, was stört. Das ist auch für mich tatsächlich sehr angenehm, denn dann weiß ich nämlich auch selber, woran ich bin, und ich kann dann auch mein Verhalten gegebenenfalls selber verändern. Und so ist die Zusammenarbeit natürlich viel erwachsener und auch viel gesünder. Ich hätte übrigens nicht gedacht, dass das möglich ist. Es gibt auf YouTube einige gute Kanäle, die sich eingehend und fast ausschließlich mit dem Thema Aufklärung über Narzissmus beschäftigen. Mir persönlich hat dies sehr geholfen. Wer es noch nicht getan hat und eventuell auch von narzisstischen Mitmenschen geplagt wird, kann ich empfehlen, sich mal näher mit diesem Thema zu beschäftigen. Vermutlich geht es den meisten von euch gleich, mehr oder weniger ausgeprägt, da die ganze Welt narzisstisch ist und es eben daher viele Narzissten gibt. In der Tat ist Narzissmus in der Schulmedizin noch eine medizinische Diagnose. Es wurde also als ein Krankheitsbild erkannt mit dem Namen narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und dies betrifft Männer und Frauen gleichermaßen. Aber wusstet ihr auch, dass man mittlerweile überlegt, ob man narzisstische Persönlichkeitsstörung als Krankheitsbild entfernen und als normal umdeklarieren soll? Und weiter überlegen sie tatsächlich, ob sie Hochsensibilität als Krankheitsbild definieren sollen. Warum? Weil mittlerweile der überwiegende Teil der Bevölkerung verrückt und narzisstisch ist. Ja, die Welt ist verrückt. Es ist so, wie es geschrieben steht für die Endzeit. Es steht auch geschrieben, wehe denen, die Gutes böse und Böses gut nennen. Von mir aus können Sie deklarieren, was Sie wollen. Eine Persönlichkeitsstörung ist und bleibt eine Persönlichkeitsstörung. Eine Persönlichkeitsstörung ist niemals eine normale Persönlichkeit. Dieses Erlebnis mit dieser besagten Person aus meinem Arbeitsumfeld war sehr augenöffnend in Bezug auf das Thema Narzissmus. Plötzlich wurde eine Bibelstelle noch lebendiger. Narzissten sind definitiv ein Zeichen der Endzeit. Wie schon erwähnt, in meinem Umfeld gibt es immer noch beruflich sowie privat einige Narzissten. Ich möchte dir in diesem Video Wissen über den Narzissten vermitteln, damit du solche Leute erstens erkennst und zweitens, damit du weißt, wie du damit umgehen sollst, respektive, was die Bibel dir rät. Doch zunächst, was sagt die Bibel über Selbstliebe? Ich lese nachfolgend aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 28 bis 34. Da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihrem Wortwechsel zugehört hatte, und weil er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das erste Gebot unter allen? Jeschua aber antwortete ihm: Das erste Gebot unter allen ist: Höre Israel,
Jehova, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst Jehova, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Recht so, Meister, es ist in Wahrheit so, wie du sagst, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm, und ihn zu lieben mit ganzem Herzen und mit ganzem Verständnis und mit ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und da Jeschua sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es getraute sich niemand mehr, ihn weiter zu fragen. In der Tat ist Selbstliebe gemäß Bibel also etwas Normales. Doch diese Bibelstelle dreht sich um die Liebe. Um die Liebe zu Jehova und um die Liebe zu den Mitmenschen und zu sich selbst. Was läuft beim Narzissten falsch? Der Narzisst kann keine Liebe zu anderen Menschen empfinden. Er liebt nur sich selbst, sein Geld und sein eigenes Vergnügen. Er mag den Anschein von Gottesfurcht haben, doch diese ist nur gespielt. Jetzt mag der ein oder andere von euch fragen: Aber wie kannst du so etwas denn so pauschal behaupten? Wie kannst du denn das überhaupt wissen? Ja, wie kann ich denn das wissen? Ganz einfach, weil ich zu Genüge Narzissten kennengelernt habe und diese haben mir das persönlich selber so gesagt. Allen voran bestätigte es mir einer persönlich wie folgt. Nach meiner Wiedergeburt in Jeschua, ganz am Anfang, als ich noch in eine evangelische Freikirche gegangen bin, lernte ich einen Narzissten kennen, der mir selber sagte, sein Psychiater hätte ihm narzisstische Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Er geht in eine freievangelische Gemeinde, wedelt lautstark mit der Bibel umher und lebt gleichzeitig offen in fortgesetzter Sünde. Und er sagte mir selbst, er sei neidisch auf mich und auf meine Liebe zum Messias. Und dann sagte er mir, er könne ihn nicht lieben. Ah ja, übrigens, Neid ist auch ein ganz großes Thema bei Narzissten. Narzissten sind dir auf alles neidisch, was du dir vorstellen kannst. Äußerer Schein von Gottesfurcht hilft gar nichts, wenn man Jeschua nicht liebt. Siehe 1. Korinther Kapitel 16, Vers 22. Wenn jemand den Herrn Jeschua, den Messias, nicht liebt, der sei verflucht. Maranatha. Beim Narzissten geht es mehr als um gesunde Selbstliebe. Sie sehen sich selbst als erhaben an und verhalten sich arrogant anderen Menschen gegenüber. Sie betreiben eine Art Selbstanbetung, was übrigens auch Götzendienst ist. Zum Beispiel wird sich ein narzisstischer Arzt nicht selten schmunzelnd als Gott in Weiß bezeichnen. Der finale Antimessias wird auch ein Narzisst sein. Er wird keine Kritik vertragen und seine Anhänger werden auch keine Kritik dulden, die über den Antimessias ausgesprochen wird. Und wenn sie auch noch so wahr und berechtigt ist. Ja, das sehen wir ja bereits. Ihr wisst ja, wen ich meine. Ich meine immer noch denselben. So ist es auch nicht verwunderlich, dass der finale Antimessias sich in späterer Zeit auch als Gott ausgeben wird. 2. Thessalonicher 2, Vers 4 und folgenden. Der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Das sehen wir noch nicht, aber das werden wir in der Zukunft noch erleben.
Wie erkennt man einen Narzissten? Es gibt nicht per se den Narzissten, den man unbedingt immer sofort erkennt. Es gibt offene Narzissten, die sind meistens sehr laut und die erkennt man wesentlich schneller als verdeckte Narzissten. Generell kann man ihnen aber folgende Eigenschaften zuordnen. Ein Narzisst verträgt null Kritik und fasst Ehrlichkeit auch immer als Kritik auf, auch wenn es nicht als Kritik gemeint ist. Also Narzissten vertragen gar keine Wahrheit. Sie haben komplett empfindliche Ohren. Narzissten drehen einem auch oft das Wort im Mund um. Und wenn sie andere kritisieren, was sie ganz oft tun, dann reden sie eigentlich von sich selber. Da sie aber in ihrem erhöhten künstlichen Selbst leben, können sie ihre Fehler an sich selber nicht ertragen und spiegeln sie deswegen auf andere. Und natürlich sind sie immer im Recht und die anderen, die machen immer alles falsch. Sie selber sind immer unschuldig, also in ihren Augen zumindest. Sie sind Meister im Lügen und im Täuschen. Verdeckte Narzissten sind meist sehr verschlossen und geben gar nichts von sich preis oder nur sehr wenig. Offene Narzissten dagegen sind oft laut und reden sehr lobend und überragend von sich selbst. Sie sind einfach immer die Besten. Und ein Narzisst möchte generell angebetet und bewundert werden. Einige Narzissten brauchen ständig ausgefallene Action, um ihre innere Leere zu füllen. Teilweise haben sie Hobbys auch nur, um vor anderen anzugeben, etwas zu sein und etwas darzustellen. Andere dagegen sind völlig hobbylos, sitzen zum Beispiel auf der Veranda ihres Campinghauses und beobachten und kritisieren andere, weil ihr eigenes Leben erbärmlich und langweilig ist. Und in diesem Fall wird dann das Lästern über andere, das bösartige Lästern über andere, zu ihrem größten Zeitvertreib. Wie armselig! Ein Narzisst baut immer eine Fassade auf und will, dass Menschen ein bestimmtes Bild von ihm haben. Zum Beispiel sollen wir von ihnen denken, sie seien besonders beliebt, gut aussehend, attraktiv, locker, lässig, witzig, intelligent etc. Und hier kommen wir auch zu einem ihrer ganz wunden Punkte. Sie kümmern sich permanent darum, was andere über sie denken könnten. Als ob sie der Mittelpunkt der Welt wären und als ob man ständig über sie nachdenken würde. Wie schon erwähnt, kann man grob in zwei Typen von Narzissten unterscheiden. Die verdeckten Narzissten, diese verstecken ihr Verhalten in eine quasi Schüchternheit und die anderen, die offenen Narzissten, diese zeigen übersteigertes Selbstbewusstsein, was aber nicht echt ist, sondern nur gespielt. Zusammenfassend kann man sagen, sie sind allesamt eine Art Schauspieler, sie spielen allen nur etwas vor. Die Realität ist oft das komplette Gegenteil, sobald man hinter die Fassade eines Narzissten schauen kann. Was auch immer mit einem Narzissten geschehen ist, dass er so geworden ist. Ein Narzisst ist leer, neidisch, geldgierig, vergnügungssüchtig, lügnerisch und ein Verleumder. Er macht alle herunter, die ihn nicht anbeten oder bewundern. Ein Narzisst endet einsam, da er nur schwer zu ertragen ist. Daher ist er keinesfalls so beliebt, wer anderen Glauben machen will. Und ein Narzisst ist auch niemals schön, denn wahre Schönheit kommt von innen und zeugt von einem guten Charakter. Kein Narzisst hat einen guten Charakter und deswegen sind alle Narzissten in Wirklichkeit hässlich. Ein Narzisst beeindruckt mich nicht. Mich beeindrucken Menschen mit Rückgrat und Ehrlichkeit. Und ich bin mir sicher, schon mancher Narzisst ist an mir verzweifelt, weil ich sie eben nicht angebetet habe oder weil sie mich nicht beeindrucken, wie sie es gerne hätten. Narzissten sind äußerst manipulativ, so setzen sie auch bewusst Körpersprache ein, um ihr Umfeld zu manipulieren. So
So ist manche Schüchternheit nur Fassade und ein übersteigert nach außen dargestelltes Selbstbewusstsein ist ebenfalls eine Lüge. Ein Narzisst ist in Beziehungen meist untreu, kann aber perfekt lügen. Ein Narzisst kreist sich nur um sich selber, ist nur auf sein eigenes Wohlbefinden bedacht. Einem Narzissten fehlt Empathie, das heißt, er kann sich in niemanden, ich sage wirklich in niemanden hineinversetzen. Ein Narzisst ist häufig im Verhalten kompliziert und häufig geht es auch einher mit einem mehr oder weniger chaotischen Wesen. Ein Narzisst umgibt sich mit Schleimern, die ihm nach dem Mund reden. Wenn man näher mit Narzissten zu tun hat, dann merkt man schnell, dass etwas nicht stimmt, dass die Körpersprache oft nicht mit dem Verhalten zusammenpasst. Ich selber habe aus dieser Entdeckung auch schon falsche Schlussfolgerungen gezogen, weil ich eben nicht wusste, dass sie Körpersprache bewusst zur Manipulation einsetzen. Ich finde, das ist gut zu wissen. Wenn man näher mit Narzissten zu tun hat, dann geben sie sehr wenig von sich, aber nehmen umso mehr von einem. Und sie geben einem oft das Gefühl, man sei unzulänglich oder nicht gut genug. Sie sind launisch und man fragt sich, was man überhaupt falsch gemacht hat. Doch meistens hat man in diesem Punkt gar nichts falsch gemacht und dieses Verhalten ist nur Mittel ihrer Manipulation, wenn man nicht nach ihrer Pfeife tanzt. Ich finde, auch das ist gut zu wissen. Narzissten sind daran interessiert, dass ihre perfekte Fassade nach außen bewahrt bleibt. Alle, die diese Fassade gefährden könnten oder alle, die sich nicht dirigieren und beherrschen lassen, werden schlecht gemacht. Aber sie machen auch diejenigen schlecht, die sie herumkommandieren. Das machen sie aus Gründen der Manipulation. Ich bin schon des Öfteren in meiner Vergangenheit übelst verleumdet und als Lügnerin hingestellt worden. Immer von Narzissten. Es ist gut zu wissen, dass dies ihr Muster ist und dass sie dies mit allen Menschen so machen und dass es ihr schlechter Charakter ist. Schon oft habe ich mich gefragt, wie jemand, in allen Fällen waren es Narzissten, sich so verhalten kann. Sie probieren immer wieder, ihre Anerkennung oder Aufmerksamkeit zu bekommen. Wenn man sich von einem Narzissten zurückzieht, dann zeigen sie sich aggressiv, gemein und ungerecht. Sie sind sehr schnell beleidigt und die Wahrheit, wie gesagt, diese vertragen sie gar nicht. Und wenn sie nicht mehr zu ihrem Ziel gelangen, lassen sie Menschen einfach eiskalt fallen. Alles Mitgefühl anderen gegenüber ist gespielt und sie verwenden es zu späterer Zeit gegen einen, falls sich dazu die Gelegenheit ergibt. Auch das ist gut zu wissen. Das heißt auch, vertraue dich einem Narzissten niemals an. Narzissten sind Angeber. Sie prahlen mit ihrem Geld, sie prahlen mit ihren besonderen Aktivitäten, zum Beispiel mit ihren Ferien, wie schnell sie auf den Kilimandscharo hochgelaufen sind, wie viel Sport ihr Sohn in der Freizeit am Tag macht, etc. Sie prahlen mit ihrem Aussehen. Das heißt nicht unbedingt, dass sie sich hinstellen und sagen, guck mal, ich sehe so schön aus. Sie machen das mit ihrem Gehabe. Nach dem Motto, guck mal, wie schön ich bin. Sie prahlen mit ihrer vermeintlichen Intelligenz. Sie prahlen mit allem, mit was sie prahlen können. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass sie sich in der Tat auch Geschichten ausdenken können, mit denen sie dann angeben. Ein Narzisst dreht sich nur um sich selbst und benutzt andere. Er betreibt physisch und psychisch Missbrauch mit Menschen. Ein Narzisst kann zum Beispiel als Chef seine Angestellten schuften lassen und noch mehr schuften lassen. Er wird seine Grenze nicht kennen und wird auch Grenzen überschreiten. Und er wird keine Anerkennung geben. Wenn der Mitarbeiter dann sagt, hey, mir ist es zu viel, dann wird er höchstens sagen, du lügst oder du bist nicht belastbar oder irgendwas anderes in der Art. Narzissten haben Achtung vor nichts, sie wissen nichts zu schätzen,
Sie sehen alles als selbstverständlich an und sie behandeln Menschen wie Gegenstände. Alles in allem sind sie sehr undankbar. Ich habe auch schon erlebt, dass sie keine Achtung vor der Natur haben. Bekommen sie zum Beispiel Äpfel geschenkt, dann beißen sie einmal in den Apfel und dann fliegt er in Abfall. Solche Sachen habe ich schon erlebt. Sie sind undankbar, weil sie gar nichts zu schätzen wissen. Und jetzt kommen wir zum meines Erachtens wichtigsten Punkt. Hast du eine Person eindeutig als Narzissten entlarvt, dann musst du Folgendes wissen. Alles, was diese Person vorgibt, ist alles Lüge, Theater und Fassade. Und das Wichtigste und Unbegreiflichste, sie haben kein Gewissen. Sie können sich nicht aufrichtig entschuldigen. Wenn überhaupt eine Entschuldigung kommt, dann ist es ein Lippenbekenntnis und kommt niemals vom Herzen. Denn sie können keine Reue empfinden. Wie schrecklich für diese Leute. Kein Gewissen zu haben bedeutet, dass sie kalt sind, dass ihre Liebe erkaltet ist. Und ihr wisst, was das bedeutet. Sie haben kein Mitgefühl mit anderen Personen, sie können sich nicht in andere hineinversetzen. Sie können sich in gar niemand anderen hineinversetzen. Ihnen sind alle anderen Menschen egal. Sie lieben nur sich selbst und ihr Geld. Und alle Menschen ohne Ausnahme sind ihnen egal. Natürlich wollen sie, dass du glaubst, sie können andere Menschen lieben, nur dich eben nicht. Und du wirst dich dann fragen, was mit dir falsch ist oder was dir fehlt oder warum andere Leute vermeintlich besser behandelt werden. Aber die Wahrheit ist, sie können niemand lieben und alle Menschen sind ihnen egal. Besserung gibt es kaum. Ein Narzisst ist nahezu auch nicht therapierbar. Sie sind hochmütig und prahlerisch, aber der Wahrheit widerstehen sie. Ist ein Narzisst verloren? Also fest steht, Narzissten haben hochmütige Herzen. Nur eines würde helfen, umkehren und Buße tun und an den einzigen Messias Jeshua zu glauben. Jeshua ist der Einzige, der ihnen helfen könnte. Doch der Einsicht und Erkenntnis steht ihr großes Ego und ihr großer Stolz im Wege. Narzissten vertragen die Wahrheit nicht. Sie selber sind ja in ihren Augen die Allergrößten. Sie reagieren auf alle konstruktive Kritik aggressiv. Und auch auf gut gemeinte Worte reagieren sie völlig überzogen. Es steht geschrieben, Jehova widersteht dem Hochmütigen und gibt Gnade den Demütigen. Narzissten ziehen aus falschem Denken die Berechtigung ihres Handelns. Narzissten meinen, sie seien besonders verletzt worden und meinen nun im Recht zu sein, um jetzt alle anderen zu verletzen. Aber das ist ein Trugschluss. Ich selber kenne niemanden, der noch nie verletzt wurde. Es ist Charaktersache, wie man damit umgeht. Es ist Charaktersache, ob jemand auch verzeihen kann oder ob er unversöhnlich bleibt. Ein Narzisst aber ist unversöhnlich und sinnt immer auf Rache. Insgesamt hat ein Narzisst ein sehr verzerrtes, unrealistisches Weltbild. Was sagt die Bibel zu Narzissten? Und was rät uns die Bibel? Was meine ich, wenn ich sage, Narzissten sind ein Zeichen der Endzeit? Bei dem Narzissten aus meinem Arbeitsumfeld ging ich auf Abstand. Ja, ich mied den Kontakt, wo ich konnte. Zu dieser Zeit wusste ich nicht einmal, dass es sich um einen Narzissten handelt. Mich störten die offensichtliche Geldgier und die Lügen. Und am meisten fiel mir jedoch auf, dass jegliche vernünftigen Gespräche sinnlos waren. All das stört mich immer noch und ist bis zum heutigen Tag immer noch gleich. Damals aber versuchte diese Person ständig, mit mir einen Streit anzuzetteln. Und dieser letzte Punkt hat sich tatsächlich permanent verändert, so dass es jetzt über eine sehr lange Zeit relativ friedlich geblieben ist. Damals ging ich auf Abstand und mied jedweden Kontakt. Und ich fragte mich, ob ich im Begriff war,
dass meine Liebe erkaltet. Ich habe darüber gebetet und war auch etwas verzweifelt. Mit der Erkenntnis aber, dass es sich hier um einen Narzissten handelte, habe ich mich mit diesem Krankheitsbild näher beschäftigt. Und dann, mit dem Wissen, kam wie gesagt auch das vorher beschriebene Aha-Erlebnis und ich veränderte die Art, wie ich kommunizierte. Ja, Veränderungen können auch bei einem Narzissten geschehen. Sie geschehen vor allem dann, wenn Narzissten selber bemerken, dass sie etwas davon haben. Ich weiß nicht, ob innerlich hier auch eine Veränderung tatsächlich stattgefunden hat, doch mittlerweile ist die Atmosphäre tatsächlich permanent relativ entspannt. Ob das allerdings echt ist, kann ich nicht sagen. Innerlich bin ich immer noch auf Abstand und im Hinterkopf behalte ich immer, ich habe es hier mit einem Narzissten zu tun. Aber ich freue mich natürlich, dass sich die Situation soweit entspannt hat. Und so ist das natürlich auch für alle viel angenehmer. Mit der Erkenntnis über Narzissmus wurde vor allem folgende Bibelstelle lebendig. 2. Timotheus 3, Verse 1 bis 9. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Jehova. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umgetrieben werden, die immer zu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Auf dieselbe Weise aber wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben. Aber sie werden es nicht mehr viel weiter bringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Wie soll man sich verhalten bei einem Narzissten? Narzissten verhalten sich ungerecht, und es ist verständlich, dass man sich Gerechtigkeit wünscht. Soll man einem Narzissten sagen, dass er ein Narzisst ist? Was hätte man davon? Du musst wissen, sie werden sich sowieso nicht verändern. Aber es kann sein, wenn man es ihnen sagt, dass sie dann noch unerträglicher werden. Ich habe mich schon manchmal über die große Dummheit dieser Menschen aufgeregt, die wollen, dass andere Menschen sie für besonders schlau halten, sich aber so offensichtlich töricht verhalten. Die Antwort ist, wir müssen gar nichts tun. 2. Timotheus 3, Vers 9. Aber sie werden es nicht mehr viel weiter bringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Die Fassaden werden alle zusammenbrechen und alle werden es sehen. Auch wenn es noch so weh tut, was auch immer ein Narzisst mit dir gemacht haben mag. Du musst wissen, du musst dir selbst nicht Recht schaffen. Jehova schafft Recht, und zwar in allen Fällen. Wenn wir begreifen, dass diese Menschen kein Gewissen haben, verstehen wir auch, dass diese Menschen verloren gehen. Narzissten fügen sich also selber den größten Schaden zu. Sofern nicht ein Wunder geschieht und sie ihre Herzen demütigen und umkehren und Buße tun. Jehova sieht alles und alles wird zur Rechenschaft gezogen werden. In 2. Timotheus 3, Vers 5 rät uns die Bibel, von solchen wende dich ab. Warum rät uns die Bibel so etwas? Wenn man so etwas einem religiösen Menschen sagt, dann wird er vermutlich ausrasten oder nicht zustimmen.
Die Frage ist, glaubst du, Menschen, die Jehovas Gebote als abgeschafft sehen und in ihren eigenen Pharisäerregeln leben, oder glaubst du der Bibel? Glaubst du, was geschrieben steht und lebst du, was geschrieben steht? Die Bibel sagt, von solchen wende dich ab. Ein religiöser Mensch wird sagen, ha, Gott liebt alle Menschen und bla bla bla. Ja, Jehova sandte uns seinen einzigen Sohn, der für uns aus Liebe am Kreuz starb, damit alle gerettet werden können. Ohne Jeshua kommt niemand zum Vater in den Himmel. Und Jehova toleriert nicht jedes Verhalten. Und ja, wir sollen uns von Narzissten abwenden. Warum? Der Narzisst verhält sich äußerst töricht. Das ist unerträglich. Der Narzisst lügt permanent. Das ist unerträglich. Der Narzisst verhält sich so schlimm, dass man sich sehr stark aufregen kann. Es bestehen verschiedene Gefahren. Zum Beispiel kann man eventuell eines Tages mit Wort oder Tat in Sünde geraten, wenn der Narzisst es schafft, einen zur Weißglut zu treiben. Es besteht die Gefahr, dass man plötzlich sich ebenso verhält und hier besteht Abfallgefahr. Es ist also zu unserem Schutz, wenn wir uns von einem Narzissten distanzieren. Das hat nichts mit erkalteter Liebe zu tun. Die Bibel ist klar, von einem solchen wende dich ab. Einen Narzissten kann man nicht von der Wahrheit überzeugen. Aber magst du fragen, wenn sich nun in deinem beruflichen oder privaten Umfeld ein Narzisst befindet und du ihm aus irgendeinem Grund nicht aus dem Weg gehen kannst, was dann? Dann gehe innerlich auf Abstand und suche seine Nähe nicht. Du weißt jetzt, wie ein Narzisst sich verhält und was seine Struktur ist. Mit diesem Wissen jedenfalls war es mir möglich, mich nicht mehr über solche Personen aufzuregen. Mit diesem Wissen ist das Verhalten eines Narzissten sogar vorhersehbar. Was kann man sonst noch tun im Umgang mit Narzissten? Ein Narzisst möchte Aufmerksamkeit. Und wenn er keine positive Aufmerksamkeit und Bewunderung bekommt, dann schafft er es, einen zu ärgern, bis man sich aufregt und dem Narzissten so wieder Aufmerksamkeit gibt. Negative Aufmerksamkeit ist ihnen besser als gar keine Aufmerksamkeit. Manchmal kreist man dann gedanklich dauernd um den Narzissten, weil er sich wieder mal total unmöglich benommen hat. Ganz hilfreich ist dann Folgendes. Das hat bei mir bis jetzt immer funktioniert. Ich spreche dann immer laut aus. Ich segne die Person im Namen von Jeshua, meinem Messias. Und ich möchte nicht mehr weiter über diese Person nachdenken. Und immer, wenn du wieder im Begriff bist, dich wieder über diese Person aufzuregen, dann habe ich das wiederholt. Ich habe sie dann wiederholt gesegnet. Ja, segne diese Person laut. Bisher hat es in allen Fällen gut funktioniert. Der Teufel hasst es, wenn wir diejenigen segnen, die uns fluchen. Wenn der Narzisst nicht umkehrt und Buße tut, geht er für immer verloren. Auch wenn der Narzisst sich als Sieger sehen mag, er hat bereits verloren, auch wenn er das nicht weiß. Ich selber möchte nicht, dass jemand verloren geht. Aber es liegt an jedem selbst. Und der Narzisst stürzt in die Grube, die er anderen gräbt. Du kannst dem Narzissten verzeihen. Verzeih ihm vom Herzen. Kehrt diese Person um und tut Buße, dann wird sie aufrichtig und ehrlich zu dir kommen und sich entschuldigen. Das würde Frieden bringen. Doch wenn diese Person nicht umkehrt und Buße tut, dann geht sie verloren, für immer. Verzeih dieser Person. Sie sitzt am kürzeren Hebel. Jehova wird alle Taten der Gottlosen heimsuchen. Und es ist nicht unsere Aufgabe. Wir können es getrost unserem Herrn überlassen. Mach dir vor allem Folgendes bewusst. Es ist kein Kampf zwischen Fleisch und Blut. Ich lese jetzt Epheser 6, Verse 10 bis 20. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn
und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Epheser 6 kann man natürlich in verschiedenen Situationen anwenden und in Bezug auf Narzissten wende ich es wie folgt an. Erstens, ich halte mir bewusst, dass diese Narzissten selber Opfer der Finsternis sind. Zweitens, halte ich mir bewusst, dass wir selber bei der Wahrheit und bei der Gerechtigkeit bleiben sollten. Und wenn man über seinen Glauben Zeugnis gibt, dann wirkt das sehr kraftvoll und man wird selber gestärkt. Das geht mir jedenfalls immer so. Und meistens wenden sich dann die Narzissten selber von einem ab. Und wenn sie merken, dass es wirklich mit einer Ernsthaftigkeit bezeugt ist, dann wenden sie sich meistens von einem ab. Es ist auch immer gut, dem Narzissten zu zeigen, an wen man wirklich glaubt, und wen man anbetet, und zwar, wen man alleine anbetet, ohne Kompromisse und niemanden sonst. Auch das wird seine Wirkung nicht verfehlen. Wenn der Narzisst mit Lügen kommt, dann weißt du ja, was geschrieben steht. Das wird dir große Kraft geben und wird die Lügen des Narzissten entkräften. Bleibe du selber beständig im Gebet und bete auch für deine Geschwister, ob du sie schon kennst oder noch nicht. Ohne Gebet und ohne Jehova kann keiner diesen Kampf gewinnen. Doch mit Jeschua haben wir einen starken Felsen, und er wird bald wiederkommen. Und irgendwann wird es dann keine Narzissten mehr geben.